Ja, hallo. Heute wollte ich euch gerne zeigen, wie man einen Turm im Blender erstellt. Im Blender 2.6. Also 2.63, genauer gesagt. So, zuerst nehmen wir uns den Standardwürfel und gehen dann in den Edit-Mode und löschen, also Edit-Mode über Tabulator-Taste und löschen das jetzt mit Delete. Alle Vertices, also alle Punkte. Jetzt haben wir hier den Zentralpunkt hier noch rumliegen. Das ist gut, damit wir ein Objekt damit erstellen können. So, jetzt gehen wir über. Jetzt erstellen wir einen Kreis. Das heißt, wir gehen jetzt zu Add, Mesh und wählen Circle, also Kreis aus. Jetzt sehen wir einen Kreis mit 32 Punkten. Mal kurz sehen. Ja, es sind 32. So, die Punkte ändern wir jetzt etwas, indem wir erstmal hier unten auf Vertices gehen und das auf 16 gehen. Runtersetzen. So. Wir brauchen nur 16, mehr ist nicht nötig. So, jetzt machen wir die Grundfläche erstmal größer und zwar über S. Können wir das skalieren. Ungefähr so groß hier. Ich mache es mir jetzt etwas leichter, indem ich noch die STRG-Taste drücke. Da habe ich einen größeren Bereich, den ich hier machen kann. So, also das springt das besser, rastet ein. So, jetzt haben wir 16 Punkte, die so groß verteilt sind. So, und dann können wir auch gleich mal anfangen. Das ist jetzt unsere Grundfläche. Wir extrudieren jetzt diese Punkte nach oben. Das heißt, wir drücken die E-Taste. Damit können wir das jetzt hier machen. Also das heißt, wir erstellen aus den Punkten eine Fläche. Hier. Die fixieren wir jetzt, indem wir auf Z drücken. Ist das an der Z-Achse fixiert. Das halten wir jetzt ungefähr so hoch. Bestätigen mit links. Drücken die S für skalieren und machen das kleiner. Ungefähr so hier. So, danach drücken wir wieder E. Können wir wieder so frei bewegen. Z, damit das fixiert ist, damit unser Turm auch gerade ist. Und schieben das ungefähr so weit in die Höhe. So, man sieht, ich komme hier oben nicht weiter. Deshalb drücke ich jetzt die Hochschalttaste um mein mittleres Mausrad und kann jetzt damit meine Einstellung hier verschieben. Mit dem Mausrad kann ich ranzoomen. So, dann können wir auch gleich weitergehen. Diesen Teil müssen wir jetzt nach außen machen, da wir ja hierzu so einen Turm erstellen wollen. Deshalb extrudieren wir das wieder, das heißt E und bestätigen mit Linksklick. Das hat und gehen dann noch über Skalieren. So, also S für skalieren und danach können wir das so nach außen ziehen. Was ich noch mal zeigen will, was passiert wäre, wenn wir das nicht extrudiert hätten. Ich bin jetzt wieder hier, haben das gerade nach oben gezogen. Wenn ich jetzt skalieren gedrückt hätte, würde ich den so bewegen. Durch das Extrudieren entstehen neue Punkte. Einfach mit Linksklick danach bestätigen. Danach kann ich die verändern. So, wieder mit Linksklick bestätigen. Jetzt extrudieren wir das wieder an der Z-Achse fixieren, nach oben. Hier mit Linksklick bestätigen und tada, schon fast fertig, aber wir wollen ja hier einen wunderschönen Turm haben. Deshalb extrudieren wir das wieder, um die Punkte, oh, Fehler, um die Punkte zu erstellen. Und skalieren die danach nach innen. Aber Achtung. Ah, so, dass wir das ungefähr so in die Mitte reinhauen. Sehen wir? Wir sehen das perspektivisch. Wir wollen das aber eigentlich so sehen, dass wir die Punkte sich überlagern. Deshalb drücken wir auf den Nummernpad die 5. Und schon sehen wir das alles so überlappend. Genau. Wenn wir die 7 drücken, fixiert sich das exakt darüber und wir können jetzt wunderbar diese Punkte, warte, so, diese Punkte so nach innen ziehen. Also extrudieren und skalieren. Ungefähr auf denselben Wert. So, die gleiche Entfernung. Linksklick bestätigen. Sieht doch schon besser aus. Jetzt kommen wir zum etwas schwierigeren Teil. Wir extrudieren wieder.
und diesmal nach unten, um das hier zuzumachen. Bestätigen die, also drücken die Z-Achse, um das zu fixieren, und danach Punkt auf Punkt. X-Klick. So. Wenn wir uns das jetzt hier so angucken, sieht doch wunderbar aus. So, wir extrudieren die ganze Sache noch einmal und drücken S zum Skalieren und wollen das in die Mitte schieben. Wir können das ganz einfach machen, indem wir auf den Nummernpad die Nummer 0 drücken. Schon fixiert sich das alles in einem Nullpunkt. Linksklick bestätigen und schon haben wir es fertig extrudiert. Unser Turm ist schon fast fertig. Wir drücken die Tasten STRG und die Tabulator-Taste gleichzeitig. Damit können wir jetzt wählen, was wir überhaupt selektieren wollen, wenn wir was anklicken. Wir hatten jetzt Vertex, also Punkte. Wir gehen jetzt aber zu Flächen. Sieht man schon, hat sich ein bisschen was verändert. So, wir klicken jetzt uns eine Seite mit Rechtsklick an. Die ist jetzt aktiv und ausgewählt. Jetzt wollen wir in aller zwei Seiten das nehmen. Jetzt seht ihr schon, jetzt haben wir das Problem, dass das immer hin und her springt. Mehrfachauswahlen sind bei Blender möglich, indem man noch die Hochstelltaste, also die Shift-Taste drückt. Und das danach bei jedem noch bestätigt, den haben wir. Also hier, Hochstelltaste oder Shift-Taste. Hier wird die Mehrfachauswahl möglich. So, wie ich vorhin schon sagte, wird beim Extrudieren aus Punkten Flächen. Und jetzt kommt noch eine Besonderheit: aus Flächen werden demnach Körper. Das heißt, wenn wir jetzt wieder E drücken für Extrudieren und Z, damit das hier an der X-Achse fixiert ist und nicht irgendwie ist, können wir das in die Höhe ziehen. Macht ungefähr so viel. So, und ist eigentlich unser Körper schon fast fertig. So, A habe ich jetzt alle deselektiert. Und wir wären jetzt eigentlich damit fertig. Ich gehe mal nur noch ein was, weil jetzt einige Punkte sich hier überlagern. Werde ich jetzt wieder Punkte erstmal an zum Selektieren. Ich arbeite gerne mit Punkten deswegen. Drückt er A, damit werden alle Punkte selektiert. Und nochmal A, werden alle deselektiert. Das ist sehr praktisch, wenn ihr zum Beispiel hier einige selektiert habt, die ihr mal schnell loswerden wollt. Einfach A drücken, ist alles weg. Wenn wir jetzt wieder A drücken, sind alle Punkte selektiert, die wir hier haben. Und wir können nach links gehen und hier vielleicht runter scrollen oder so. Auf Remove Doubles. Da draufklicken, kommt dann auch hier oben eine Meldung. Bei mir sind jetzt 47 Punkte entfernt worden. Das sind doppelte Punkte, die jetzt durchs Extrudieren und so entstehen. Durch Überlappung. So, und damit wären wir mit unserem Turm schon fertig. Können ihn ja mal perspektivisch darstellen. Sieht doch ganz nett aus. Ja, das ist unser Turm.